Ja, willkommen zur Analyse der vierten Partie von der Challenger-Gruppe im Walcheren-See-Turnier in den Niederlanden. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr interessanten Duell zwischen Erik Hansen und dem jungen holländischen Talent Johan van Forest. Erik Hansen hatte die weißen Steine und für beide Teilnehmer verlief das Turnier nicht besonders gut. Also beide hatten einen Punkt aus drei Partien. Erik Hansen hatte am Tag zuvor gegen Markus Ragger eine bittere Niederlage gehabt und Jordan van Forest verlor mit Weiß gegen Lei Ting-Jie, eine junge chinesische Schachspielerin, die allerdings 150 Elo-Punkte weniger als er hat. Also waren beide nicht ganz zufrieden mit ihrem Turnier und klar, beide wollten auf Gewinn spielen. Es sollte also eine aggressive Partie werden und wir schauen, was dabei rausgekommen ist. Erik Hansen startete mit Weiß mit dem Zug E2, E4 und Van Forest antwortete mit C5. Also ein Kampf. Van Forest hat auch andere Züge in seinem Repertoire, wie zum Beispiel E7, E5, ein etwas solidere Zug oder die Philidor-Variante, die er auch häufiger gespielt hat. Aber hier entscheidet er sich für C5, was selbstverständlich auch in seinem Repertoire ist und zeigt im Prinzip, signalisiert dem Weißen, dass er hier auf Gewinn spielen möchte. Okay, es folgt Springer F3 und hier spielt er E6. Spielt nicht die Knight-Off-Variante, sondern geht hier in einen Teilmann auf Sizilianer, der nach dem Zug Dame C7 entsteht. Und hier ist es so, dass die schwarze Idee grundsätzlich ist, diesen Bauern hier erstmal auf D7 zu behalten und den Läufer zunächst nicht zu entwickeln, sondern diesen Läufer zu bestimmen. Und hier ist es der Unterschied zu den Varianten mit zweitens D6, dass hier Schwarz die Möglichkeit hat, den Läufer nach B4 zu stellen und entweder eine Festung zu erzeugen oder grundsätzlich diesen Springer auf C3 zu nehmen und Doppelbauern in der weißen Stellung zu erzeugen und ja, Druck auf dieser C-Linie hier zu machen, was ja, weil wo Weiß irgendwie reagieren muss und Weiß hat im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Es gibt den ruhigen Zug Läufer E2, Läufer E2 ist verbunden mit Kurzhochrade Läufer E3 und F4. Angriff auf den Königsflügel, allerdings mit homogenen Rochaden und ja, was zu ruhigerem Spiel führt. Es gibt den Zug F2, F4, wonach A6 sich ungefähr so eine Stellung auf dem Brett sehen lässt, wo auch eine sehr zweischneidige Stellung entsteht. Weiß spielt auf dem Königsflügel, Schwarz versucht mit A5 und C5 auf dem Damenflügel zu reagieren. Da gibt es auch sehr, sehr viele Partien, die hierzu gespielt wurden. Das ist auch eine relativ interessante Stellung. Es gibt den Zug G2, G3. Im Prinzip der solideste Zug in der Stellung. Weiß versucht Läufer G2, Rochade zu spielen, eine sehr ruhige Stellung anzustreben und eher einen positionellen Kampf zu führen. Und es gibt den Zug, den Erik Hansen spielte, der im Prinzip auf der Hand liegt. Und das ist Läufer C1, E3. Der aggressivste Versuch gegen Taimanow. Es folgt A6. Und hier ist es so, dass auf einem hohen Niveau in letzter Zeit immer wieder der Zug Dame F3 gespielt wurde. Einfach mit der Idee, ganz schnell zu rochieren und mit G2, G4 und G4, G5 den gegnerischen König anzugreifen. Dagegen gab es viele verschiedene Möglichkeiten oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dieser Zug ist immer noch top aktuell und wird im Prinzip von der Elite gespielt. Caro Anasch hat ihn im Repertoire. Vichy Anand hat im Repertoire. Also ist es im Prinzip der größte Trend heutzutage. Und zum Beispiel Anish Giri, der diese Variante öfters mit Schwarz spielt, der hat dagegen mit Springer E5 reagiert, Dame G3, H5. Dann spielt er H4 in seinen Partien. Es gibt die andere Möglichkeit, Läufer D6 zu ziehen, den Läufer nach E5 zu stellen. Man kann in dieser Stellung D6 spielen und dann Läufer D7, eine etwas ruhigere Variante. Oder man kann sich natürlich ganz normal mit Springer F6 entwickeln, was auch keine schlechte Variante ist. So viel zu Dame F3. Das ist im Prinzip der heutige Trend. Aber Erik Hansen entscheidet sich für den etwas klassischeren und altmodischeren, aber doch sehr aggressiven Plan, nämlich den Zug Dame nach D2. Ja, Dame D2 bereitet selbstverständlich die lange Rochade vor und Weiß wird entweder mit F4 fortsetzen oder mit F3, G4 den englischen Angriff einleiten. Van Forest spielt Springer F6, ganz normaler Zug, Rochade. Und hier kommt der Punkt, wo Schwarz sich entscheiden muss,
wo er diesen Läufer hier von F8 hinstellen möchte. Der etwas neuere Trend ist es eher, Läufer E7 zu ziehen. Läufer E7 und zum Beispiel F3, also ein englischer Angriff, B5, G4, Springer schlägt D4, Läufer schlägt D4, Läufer B7. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr moderne Variante, die hier mit G5, Springer H5 folgt, Läufer E5, Dame E5, Dame D7, König F8, Dame B7, Dame B8. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, also Schwarz opfert hier einen Bauern und kriegt hier aber ganz gutes Gegenspiel mit H6 und Läufer G5, ungleichfarbige Läufer. Und ja, die Variante gilt als in Ordnung für Schwarz. Aber Van Voorhees entscheidet sich für den etwas älteren und den etwas klassischeren Plan und im Prinzip die typische Idee hier im Taimanov, nämlich den Zug Läufer nach B4. Wie wir sehen, fesselt er den Springer des Weißen und er zwingt im Prinzip den Zug F2, F3, den hier Erik Hansen spielt. Und ja, wie gesagt, die Idee ist es hier von Weiß G4, G5 zu spielen und den gegnerischen König anzugreifen. An dieser Stelle gibt es im Prinzip drei Hauptzüge. Einer dieser Züge ist Springer E7. Ja, die Idee ist es hier einfach, dem Zug D5 Unterstützung zu geben, vielleicht auch B5 zu spielen. Und hier reagiert Weiß relativ typisch mit Springer DE2. Hier war ja auch die Idee, Läufer schlägt C3 zu spielen und wie gesagt, die Bauern des Weißen zu verdoppeln, was nicht unbedingt zugunsten von Weiß ist. Deswegen spielt er hier Springer D2, überdeckt hier diesen Springer und es entwickelt sich ein sehr, sehr langer Kampf. Es geht normalerweise immer hinter mit B4, Läufer F4 oder so etwas. B5, Läufer F4 und es entsteht eine sehr interessante Stellung, die schon sehr oft diskutiert wurde. Dann gibt es den Zug Springer E5. Was im Prinzip der Hauptzug ist, kann man sagen. Okay, einer der zwei Hauptzüge, Springer E5. Und ja gut, der Springer schaut nach C4. Läufer C3 ist die Idee. B5, Läufer B7 möchte Schwarz spielen. Und hier eine relativ rasche Entwicklung auf dem Darmflügel kreieren. Ja, Weiß spielt typischerweise Springer B3. Es folgt B5 und hier gibt es wieder endviele Züge. König B1, Dame E1. Sehr, sehr viele Möglichkeiten aus weißer Sicht. Aber Van Voorhees entscheidet sich für den auch einen der Hauptzüge, und zwar kurz Rochade, der im Prinzip auf der Hand liegt, sichert praktisch eine sichere Königsstellung und wird in Zukunft mit B5, B4 fortsetzen wollen. Gut, Erik Hansen spielt hier König B1. Ein sehr logischer Zug, allerdings ist in dieser Stellung eher typisch mit G2, G4 anzufangen und sofort den Angriff zu starten. Aber wir werden zu einer Zugumstellung kommen, das heißt König B1. Es kam B5, G4, Läufer B7 und G5. Und hier ist der Punkt, wo sich praktisch Schwarz entscheiden muss, wo er diesen Springer hier hinstellt. Es gibt den Zug Springer nach E8. Gut, der Springer hat hier vielleicht etwas mehr Potenzial und kann hier unter Umständen durch D6, C4 den Angriff beisteuern. Dagegen spielt Weiß normalerweise Springer C6 oder den Zug A3. A3 ist der Hauptzug, Läufer B7 und Springer B3. Oder H4 ist natürlich ein logischer Zug, Läufer F4. Also Karekin versuchte, glaube ich, Springer B3, aber H4 ist auch ein oft gespielter Zug. Und Läufer F4 ist auch eine gute Idee, um hier E5 zu provozieren, um nach E5 hier den Springer nach D5 zu stellen, diesen Springer nach F5 zu stellen und eine bessere Stellung zu erhalten. Aber gut, Van Voorhees entscheidet sich für die Alternative, die auch sehr logisch ist. Er stellt den Springer nach H5. Es sieht natürlich danach aus, dass der Springer am Rand nicht viel tut, aber auf der anderen Seite blockiert er den Angriff über H4, H5 und es ist nicht ganz einfach, mit Weiß jetzt einen Plan zu finden, wie man jetzt fortsetzt. Gut, Erik Hansen spielt A3, ist relativ logisch, diese Fesselung ist sehr nervig. Es folgt Läufer E7 und hier gibt es wieder mehrere Züge, die bereits gespielt wurden. Das ist immer noch eine Hauptstellung. Einer der Züge war Springer D nach E2, wurde schon öfters gespielt, aber Erik Hansen entscheidet sich für Springer B3 und dieser Zug wurde 2015 im Gibraltar Masters von Maria Musitschuk gegen den Inder Baskaran Atiban gespielt, der übrigens im Masters dieses Jahr spielt. Und nach Springer B3 spielte Baskaran Atiban den Zug Turm FC8 und erhielt schon bald eine sehr, sehr vielversprechende Stellung. Also Musitschuk spielte nicht ganz so stark F4 und es folgte schnell B4, AB4, Läufer B4. Läufer E2 greift zwar diesen Springer hier an, aber es gibt hier den Gegenschlag, Läufer schlägt C3, was in der Partie folgte. Und
Hätte Musetuk hier jetzt geschlagen, käme Springer schlägt D4 und Schwarz würde schon besser stehen. Sie hatte Dame schlägt D7 gespielt, was auch kein besonders guter Zug ist. Und Schwarz hatte hier guten Vorteil und schlussendlich gewann auch Atiban diese Partie. Deswegen ist Turm C8, FFC8 eigentlich ein relativ guter Versuch gegen Springer B3. Aber Jordan van Voorhees macht hier wahrscheinlich die erste Ungenauigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die Variante vorher wiederholt hatte. Vermutlich nicht. Und er spielt hier Turm FD8, was zunächst einmal logisch aussieht, um diesen Bauern hier zu verteidigen. Allerdings werden wir hier sehen, warum dieser Zug nicht so gut ist und wie Erik Hansen versucht, das auszunutzen. Er spielt hier den Zug Dame D2, F2. Es ist die Idee, natürlich Läufer B6 zu spielen und hier diese Fesselung zu erzeugen. Und das Problem ist jetzt einfach, dass Schwarz nochmal ziehen muss. Das heißt, er muss jetzt entweder die Dame oder den Turm nochmal bewegen, was nicht so ganz zu seinen Gunsten ist. Und wobei er ein Tempo verliert. Also wenn er die Dame zieht, ist es noch komplizierter, weil die Dame im Prinzip gar keine Felder hat. Der Turm hat noch ein bisschen Bewegung. Und van Voorhees spielt hier Turm D nach B8. Versucht hier Schadensbetreibung zu machen. Und ja, Weiß spielt Läufer B6, greift die Dame hier an. Und Schwarz spielt Dame C8. Und hier folgt der Zug H2, H4. Und Weiß hat schon einen relativ guten Vorteil. Also von H4 ist einfach die Idee, diesen Bauern hier zu decken. Und der ganz typische Plan dieser Stellung: Läufer H3, Läufer G4, diesen Springer hier zu vertreiben und mit H5 fortzusetzen. Und ich denke, das ist eine sehr vielversprechende Stellung aus weißer Sicht und Schwarz tut sich hier schon relativ schwer. Der Computer sagt dir im Prinzip, okay, Schwarz hat nur einen einzigen Zug, um hier Gegenspiel zu kreieren und um nicht sofort unterzugehen. Und das ist der Zug, nein, Läufer D8 ist der Zug, den van Voorhees spielte, aber das ist der Zug B4. B4 ist eigentlich sehr, sehr logisch und kreiert hier Gegenspiel. Aber es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, dass es hier nötig ist, eine Qualität zu opfern. Also A schlägt B4, Springer schlägt B4, ist erzwungen. Und hier hat eben Weiß den Zug Läufer nach A7. Läufer A7 und hier muss Schwarz einfach verstehen, dass dieses Qualitätsopfer sehr, sehr gut für ihn ist. Er spielt Dame C7 und nach Läufer B8, Turm B8, Dame H2, E5 ist es so, dass Schwarz sehr gutes Gegenspiel gegen diesen König hier hat. Und der schwarzfeldrige Läufer, der für den Turm auf B8 abgegeben wurde, eine entscheidende Verteidigerrolle in der Verteidigung des Weißen spielt und hier der Springer mit Springer F4 dem Angriff beisteuern kann. Dieser Läufer steht hier sehr gut, dieser Läufer kann aktiv werden, es kann immer A5, A4 kommen. Dieser Bauer kann mal unter Umständen nach Springer F4 nach vorne ziehen, D5, das Zentrum des Weißen brechen und wir sehen zum Beispiel nach ein paar nicht ganz so guten Zügen, würde wahrscheinlich hier Schwarz schon eine sehr gute Stellung erhalten, indem er das Zentrum öffnet und hier diesen Läufer ins Spiel bringt und diesen Turm hier aktiviert, der auf den König auf B1 schaut. Deswegen B4 der beste Versuch aus schwarzer Sicht. Van Voorhees, wie gesagt, spielte Läufer D8, was einerseits ein logischer Zug ist, um diese Läufer hier zu tauschen, aber andererseits einfach zu langsam ist, weil Schwarz nicht genug Gegenspiel bekommt, um den weißen König hier Sorgen zu bereiten. Und wir werden sehen, wie der schwarze König in Kürze unter große Probleme gerät. Erik Hansen nahm D8, Dame schlägt D8 und es folgte Läufer H3. Der typische Zug. Stärker gewesen wären hier allerdings F4 und Springer C5, was der Computer bereits schon als gewonnen angibt. Es gibt hier zum Beispiel die Idee Springer C5, D6, Dame H2, E5 und Läufer H3. Und hier sehen wir, es droht erneut Läufer G4 und Springer D7 ist eine Drohung, um diesen Turm hier anzugreifen und gleichzeitig hier D6 den Bauern unter Beschuss zu nehmen. Deswegen ist diese Stellung schon sehr, sehr gut für Weiß. Eine Alternative wäre, wie gesagt, F4, um hier einfach Läufer E2 die Drohung aufzustellen und F5 zu drohen. Dame C7 zum Beispiel, Springer C5, D6, Springer D3. Hier wird der Springer von B3 nach D3 überführt und der erfüllt hier zwei wichtige Rollen. Zum einen verteidigt er F4 und zum anderen verteidigt er potenzielle Angriffe verbunden mit B4. Und es droht immer noch Läufer E2. Das heißt, diese Stellung ist sehr gefährlich für Schwarz. Aber Hansen entschied sich für den klassischeren Plan Läufer H3. Und hier hatte Schwarz die Möglichkeit, im Prinzip das Spiel noch etwas interessant zu gestalten mit dem Zug Dame C7.
Liegt nicht ganz auf der Hand, aber die Idee ist es nach Läufer G4, Springer F4, Dame H5, Springer E5, H6, G6 eine relativ unausgeglichene Stellung zu erhalten. Zum einen sieht es natürlich danach aus, dass Weiß hier seine Bauern vorgeschoben hat und Dame D4, Dame G7 irgendwann mal matt setzt, aber zum anderen sind diese Springer von Schwarz sehr, sehr stark im Zentrum und es ist nicht ganz einfach für Weiß durchzubrechen. Schwarz wird jetzt mit Läufer C6, A5, B4 seinen eigenen Angriff starten. Und Weiß muss sich hier ein bisschen Gedanken machen, wie er das hier fortsetzt. Er muss hier konkreter spielen, ansonsten kann er auch ganz leicht hier unter eigenen Angriff geraten. Und ja, ich denke, diese Stellung wäre noch durchaus interessant gewesen. Aber Van Voorhis entscheidet sich für Springer F4, was natürlich auf der einen Seite sehr logisch aussieht, diesen Springer hier zu aktivieren. Aber wir sehen jetzt hier den Nachteil. Es folgt nämlich Dame D2 und der Doppelangriff auf F4 und D7, wonach Van Voorhis sich gezwungen sah, auf H3 zu nehmen. Er hatte allerdings noch eine andere Möglichkeit, und zwar den Zug Dame C7, diesen Bauern hier auf D7 zu opfern. Und nach Dame D7, Turm D7, Springer E5, Turm C7, Läufer C6, Läufer F1 und Turm C8 in so ein Endspiel zu kommen, wo Schwarz zwar einen Bauern weniger hat, aber er hat immer noch diesen guten Springer auf F4 und noch ein bisschen Gegendruck über die D-Linie. Dieser Springer steht nicht ganz so gut, diese Figuren stehen nicht ganz so gut. Weiß hat jetzt zwar Vorteil, aber es ist noch nicht ganz so einfach, den zu verwerten. Und es wäre bestimmt noch ein interessanter Kampf geworden, wie Eric Hansen versucht hätte, hier den Vorteil zu verwerten. Natürlich nach dem Zug Springer schlägt H3, der in der Partie folgte, hat Schwarz wenig Gegenchancen. Es folgte Turm schlägt H3 und Dame B6. Hier hätte Van Voorhis erneut Springer E5 spielen können, einfach um diesen Bauern hier zu verteidigen und unter Umständen diesen Springer hier nach C4 zu stellen und dieses Endspiel noch zu spielen, was auch deutlich besser für Weiß ist, aber noch einige Gegenchancen bietet, zum Beispiel Läufer C6, A5, B4 ist eine interessante Möglichkeit aus schwarzer Sicht. Und hier hätte man noch etwas weiter spielen können. Es folgte Dame B6, was im Prinzip der letzte entscheidende Fehler in der Partie ist. Und hier hatte Eric Hansen eigentlich einen noch stärkeren Zug, als er gespielt hat. Er hätte hier mit ganz ruhig mit H5 fortsetzen können und einfach G6 drohen, wie zum Beispiel okay, A5, G6, FG6, HG6, H6 und Turm schlägt H6, was sofort zum Gewinn führt. Also G schlägt H6, Dame H6 ist einfach matt in zwei Zügen. Und wenn man diesen Turm nicht nimmt, wird einfach nach B4 Turm H1 folgen. Es droht hier jetzt also matt auf H8 und nehmen ist natürlich gewohnt tödlich. Aber Eric Hansen mit einem Punkt aus 3 wollte diese Partie schnellstmöglich beenden und spielte hier den aggressiven Zug G6, was allerdings eine relativ typische Idee ist. Man greift also hier beide Bauern der schwarzen Königsverteidigung an und erzwingt praktisch den schwarzen mit einem Bauern hier auf G6 zurückzuschlagen. Gut, H schlägt G6 öffnet sofort die H-Linie, also nahm Van Voorhis FG6 und jetzt folgt H5, dieser Hebel, um die H-Linie weiterhin zu öffnen und die G-Linie weiterhin zu öffnen und zu versuchen, die schwarze Königsstellung aufzubrechen. Van Voorhis spielte Dame D8. Er hätte hier noch Springer E5 versuchen können, um hier diesen Springer, diesen Bauern zu verteidigen und nach F4 Springer C4, Dame H2 mit G5 fortzusetzen und dennoch zu versuchen, hier weiter zu spielen, auch wenn er hier nicht gut steht, und wenn zumindest die Linien hier schließen und dann hier A5 ziehen oder so etwas, was aber auch sehr, sehr schlecht ist, weil dieser Bauer hier hängt, und sollte Schwarz versuchen, hier mit Läufer C6 weiter zu spielen, wird er wahrscheinlich mit H6 in große Schwierigkeiten geraten, weil diese Stellung einfach nicht mehr so gut ist für Schwarz und er im Prinzip so gut wie auf Verlust steht. Es folgte aber Dame D8, HG6 und H6, die typische Reaktion, also nehmen hier sieht unmenschlich aus, weil einfach Turm H1 kommt, Dame F4 kommt und Turm H8 matt kommt. Er spielte hier also H6 und es folgte Springer C5, ein sehr, sehr starker Zug von Eric Hansen. Hier ist es so, dass der Bauer auf D7 hängt und das Problem ist im Prinzip, dass nach Läufer C8 Springer schlägt E6 geht, D schlägt E6, scheitert leider an, Dame schlägt D8, Springer schlägt D8 und Turm schlägt D8 matt. Das bedeutet, nach Springer C5 musste Jordan Van Voorhis hier Springer E5 ziehen und, versuchen hier diesen Bauern noch irgendwie zu verteidigen. Es folgte F4, die Ablenkung des Springers, Springer schlägt G6 und hier sehen wir, dass sich die
Linie G geöffnet hat, die H-Linie ist auch halb geöffnet, die D-Linie ist auch unter weißer Kontrolle und Schwarz fällt hier zusammen. Turm G1, Dame F6, Turm G3, Druck auf der G-Linie wird aufgebaut, der Springer hängt, also muss Springer F8 folgen. Springer schlägt D7, Springer schlägt D7, Dame schlägt D7, es droht hier Turm schlägt G7, es folgt G5, FG5, Dame E5, GH6, König H8 und Turm G7. Und hier musste sich der junge holländische Großmeister geschlagen geben. Es droht eben Turm H7, Schachmatt und Schwarz hat einfach keine Verteidigung gegen die vielen Drohungen des Weißen. Ja, Erik Hansen also hier mit 33 Zügen eine relativ souveräne Partie gewonnen, wenn wir uns anschauen, ab dieser Stellung, wo der Fehler Turm FD8 kam, wurde es im Prinzip eiskalt von Erik Hansen ausgenutzt hier. Sehr gute Manöver mit Läufer G4, Dame D2 gefunden, Doppelangriff D7 und F4 und im Prinzip gut, er hätte hier mit H5 noch eleganter gewinnen können, aber G6 auch stark genug, hier um die schwarze Königstellung zu brechen und die Partie für sich zu entscheiden. Ja gut, also Van Forest bleibt mit einem Punkt aus 4 deutlich unter seinen Erwartungen und Erik Hansen steigt hier auf die 50% mit 2 aus 4. Heute haben wir einen freien Tag und morgen geht es natürlich weiter mit den Challenges, wie gewohnt um 13:30. Die Paarungen sehen wie folgt aus. Smirin, der 3,5 Punkte aus 4 Partien hat und dicht Markus Rager folgt, trifft auf Nils Grandelius, der bei 50% liegt, der junge schwedische Großmeister mit den schwarzen Steinen, wird versuchen, den Wahl-Israeli unter Druck zu setzen, denke ich, mit Schwarz, weil er mit 2 aus 4 bestimmt nicht ganz zufrieden ist. Gestern eine weiße Niederlage gegen den jungen Amerikaner Jeffrey Xiong war nicht das, womit er gerechnet hat. Gut, an Brett 2 trifft Tari Ayan, der Norweger, auf Sopiko Gurumishvili, er auch mit einem aus 4, wird wahrscheinlich versuchen, die Frau von Anish Giri zu schlagen. Benjamin Bock, der junge Holländer, hat gestern leider auch eine Niederlage gegen Lu Shanglei erlitten, wird versuchen, Gawain Jones, den Engländer, mit Weiß unter Druck zu setzen. Und eine wichtige Paarung ist Markus Rager, der hier mit 4 aus 4 sehr souverän in Führung liegt, wird auf Lung Shanglei treffen, den sehr, sehr starken Chinesen. Auch ein junger Spieler, der mit 2,5 aus 4 im Prinzip bislang ein sehr solides Turnier spielt und der auch schon Magnus Carlsen bezwungen hat im Blitzschach. Also mit ihm ist nicht zu spaßen. Markus Rager muss also aufpassen. Aber ich denke, er hat hier doch mit Weiß sehr, sehr gute Chancen, den Schwarzen unter Druck zu setzen. An Brett 5 spielt Van Forest, dessen Partie wir eben gesehen haben, mit einem aus 4. Sehr unzufrieden mit seinem Turnier wahrscheinlich. Wird versuchen, den Balkansee-C-Gewinner des letzten Jahres, Wladimir Dobrov, mit 2 aus 4 und unter 2,5, also beachtliche Leistung, wird versuchen, ihn unter Druck zu setzen. Und Erwin Lamy trifft auf Erik Hansen. Erwin Lamy mit 2 Punkten und Erik Hansen mit 2 Punkten. Wird eine interessante Partie, denke ich. Und Jeffrey Xiong, der U20-Weltmeister aus Amerika, wird versuchen, die Frauengroßmeisterin aus China, Li Tingjie, unter Druck zu setzen mit weißen Steinen, mit einer beachtlichen Elo-Zahl von fast 2670, mit nur 16 oder 17 Jahren, Jahrgang 2000 jedenfalls. Es wird morgen ein sehr interessanter Kampf und 13:30 einschalten, Chess24.